Schlachten sind zu Symbolen für Kriege und Epochen geworden. Jedes Waterloo bedeutet eine endgültige Niederlage. Stalingrad steht für den Zweiten Weltkrieg, Trafalgar meint den Krieg zur See, Issos beschwört die griechische Phalanx und Verdun ist zum Inbegriff des Ersten Weltkrieges geworden, jedenfalls für die Franzosen und die Deutschen. Verdun ist bis heute ein Synonym für die Sinnlosigkeit des Krieges schlechthin. Vor 100 Jahren, am 21. Februar 1916, begann dort jene monströse Schlacht, in der bis zum Jahresende Hunderttausende französische und deutsche Soldaten ihr Leben ließen und durch die die deutsch-französischen Beziehungen sehr lange schwer belastet wurden. Verdun wird aber auch durch den Händedruck zwischen François Mitterrand und Helmut Kohl im Jahre 1984 zu einem wichtigen Ort der deutsch-französischen Erinnerung und zu einem Symbol für die Aussöhnung der einstigen Erbfeinde. Auch 100 Jahre nach der Schlacht sind viele Fragen immer noch offen. Mit Professor Krummeich haben wir heute Abend einen Historiker zu Gast, der geradezu prädestiniert ist, diese Fragen zu beantworten und der uns auch verstehen lässt, warum Verdun zum Symbol des Ersten Weltkriegs, aber auch der deutsch-französischen Verständigung werden konnte. Unser Gast war von 1990 bis 1997 Professor für Geschichte des romanischen Westeuropa an der Universität Freiburg. Und von 1997 bis 2010 war er Lehrstuhlinhaber für Neuere Geschichte an der Universität in Düsseldorf. Er ist Mitbegründer des Historial de la Grande Guerre in Peronne an der Somme und Mitherausgeber der Enzyklopädie des Ersten Weltkriegs. 1996 wurde Professor Krummeich zum Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques ernannt. Zudem ist er Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen zum Ersten Weltkrieg. Insbesondere hat er in diesem Jahr zusammen mit dem französischen Historiker Antoine Brust das Buch Verdun 1916, die Schlacht und ihr Mythos aus deutsch-französischer Sicht publiziert. Und wir sind jetzt sehr gespannt auf seinen Vortrag. Herzlich willkommen. Danke für die so freundliche Begrüßung. Danke für, dass Sie hier so gekommen sind, so zahlreich. Ist ja auch ein schönes Haus, die Ausstellung. Aber ich bin trotzdem sehr bewegt, dass ich in so einem großen, vollen Raum vorfinde. Das hängt die Latte hoch. Das hängt die Latte hoch. Ich werde ein paar Bilder zeigen und man hat mich auch gebeten, ein bisschen auf die Ausstellung einzugehen, die Sie unten ja sicherlich alle zumindest kurz angeschaut haben. Weiß nicht, was Ihr Eindruck ist. Und wir haben auch jetzt nichts abgesprochen. Und ich sage einfach mal so, wie mir das nach einem Durchsehen des Kataloges und jetzt der Ausstellung ist. Das ist alles sehr, sehr schön. War Verdun schön? Das Problem der Ästhetisierung dieses ungeheuren Gemetzels. Bilder von Verdun heute müssten eigentlich doch auch in Erinnerung rufen, dass es doch keinen Quadratmeter gab ohne Leiche. Dass der Boden wirklich vom Blut getränkt war. Dass es keinen Meter gab, wo nicht mindestens eine Granate explodiert war. Weshalb ja der Boden von Verdun heute noch diese ungeheuer dünenartige Form hat. Ich bin 20 Jahre lang mit Studierenden hochgefahren. Die üblichen Fahrten im Bus, 50 schwätzende und fröhliche junge Leute, soll ja auch so sein. Wenn wir dann zum Douaumont hochfuhren von Verdun aus mit dem Bus, ich habe es nicht ein einziges Mal erlebt, dass sie nicht ganz still wurden, wenn ich ihnen nur kurz erklärte, dass das ganze Dünenterrain, was sie da sehen, keine natürliche Dünenlandschaft ist, sondern dass das ein Einschlag neben dem anderen ist. Dann sind wir zum Ossière de Douaumont gefahren, zum Beinhaus
Es gibt unten ein sehr schönes Bild vom Beinhaus auch. Aber erkennt man auf diesem Bild, dass in diesem Beinhaus die Überreste von ca. 135.000 Toten liegen, die man nicht hat identifizieren können? 135.000. Um das zu erkennen, muss man sich bücken. Dann sieht man durch die Kellerfenster hinein und dann sieht man da die Gebeine aufgeschichtet. Was hat der Ausstellung gefehlt? Bei allem, was sie gebracht hat. Ich habe da Bilder gesehen, die ich noch nie gesehen hatte. Ich bin dem Fotografen dankbar. Aber so schön war er da nicht. Und auch nicht immer so von der Schneeschicht überdeckt. Schnee war selten. Die Soldaten da ankamen um den 10. Februar, sie sollten ja angreifen, mussten dann warten über eine Woche, weil das Wetter den Angriff nicht zuließ. Da war um 0 Grad ein bisschen Schneeregen, und um 0 Grad. Und da haben die Soldaten ohne jeden Schutz, wenn sie nicht gerade eine Zeltplane hatten, die sie über sich hielten, 7 Tage gestanden und gewartet und durften kein Feuer anmachen, weil das sie verraten hätte. Das war nur der Auftakt. Die sahen damals schon so aus wie das berühmte Bild von Otto Dix, Flandern. Und wer da, wie gesagt, ich gehe da seit 30 Jahren hin, jetzt habe ich ein Buch drüber geschrieben, aber wer will das verstehen? Wer will diese Intensität, die da war, diese Intensität des gegenseitigen Tötens, wer will das verstehen heute? Ich fürchte, bei allem, was schön gewesen ist, da unten auch für mich, dass die Ausstellung das Grauenhafte zudeckt, nicht mehr sehen will. Postmodern. Ich will mal versuchen, jetzt in den nächsten 3 Stunden, Sie, na gut, machen wir 4, Sie in die, ein bisschen in die Realität von Verdun zu versetzen. Und ich habe schon angedeutet, dass ich das nicht kann, und dass ich das überhaupt gar nicht, wirklich nicht kann, zu verstehen geben, was es ausgemacht hat, dass sie damals das gemacht haben und so durchgehalten haben. Das sind immer nur Annäherungen, die wir seit 100 Jahren versuchen, immer auf verschiedene Art und Weise. Jetzt haben wir es mal zusammen versucht. Ein Deutscher und ein Franzose. 100 Jahre hat es gebraucht, bis der Mut da war und die Situation offen genug da war, dass man sich trauen konnte. Denn sie haben es eben angedeutet. Verdun war und ist für viele Franzosen heute noch wie eine Kathedrale der Erinnerung, eine Kathedrale der Nation. Das löst sich auf im Moment. Unendlich spannend, ich komme da am Ende drauf, wie Verdun so langsam zu einer nicht nur deutsch-französischen Erinnerung, sondern zu einer wirklich transnationalen Erinnerung kommt. Ich gebrauche das Wort nur selten, weil es zu häufig gebraucht wird. Aber hier stimmt das. Und das ist ein Weg, den man da beschritten hat, der eigentlich noch vor 20 Jahren nicht vorstellbar war. Und diese Etappen, das haben wir auch versucht in dem Buch einzubinden, die Etappen der Annäherung, die Etappen des Verstehens, des Auseinandergehens, des Verstehens, das ist schon ein unglaublicher Prozess, in dem sich der ganze Prozess der deutsch-französischen Beziehungen, Annäherungen, Freundschaft doch widerspiegelt. Sie haben erwähnt Kohl, Mitterrand 1984, ein Bild, was jeder von uns vor sich hat. Kohl und Mitterrand, sofort das Bild. War am Anfang auch ein ironisches Bild. Wie der Canard Enchaîné damals. Gut, dann erzähle ich das jetzt gleich am Anfang. Wie der Canard Enchaîné eine Karikatur daraus zog, wo der große, fette Kohl und der kleine, dünne Mitterrand, die stehen dann davor. Ne? Und der kleine Mitterrand fragt den fetten Kohl, ist das wahr, dass ihr Kinder fresst? Ja? Und Kohl sagt, nee, nicht mehr.
Also das war nicht von vornherein ein nur heiliges Bild. Das war auch damals in Frankreich noch sehr umstritten. Und Mitterrand, der ja ein Großmeister von öffentlichen Gästen war, hat das nicht umsonst von ungefähr inszeniert. Und die Inszenierung ist umso gelungener, als es in diesem Moment eine spontane Geste war. Einfach toll. Wir haben andere Gäste. Komme ich am Ende darauf zurück. Verdun, was war Verdun? Ich habe mal vorgeschlagen, auch in dem Buch, Verdun die totale Schlacht zu nennen. Man redet zu schnell vom totalen Krieg und niemand weiß, was das wirklich ist. Wann ist denn der Krieg total? Irgendwie war der Erste Weltkrieg der totale Krieg, aber er war es natürlich lange noch nicht. Irgendwie war er total insofern, als es nicht mal mehr Pausen gab, dass die Verwundeten von dem Schlachtfeld weggeschafft werden konnten. Also die berühmte Trêve des Brancards, das gab es nicht mehr, überhaupt nicht während des Krieges. Es gab ab und zu ganz kleine Fraternisierungen, die heute aufgebauscht werden. Weihnachtsfrieden und so hat es auch vor Verdun gegeben, aber nur 2-3 Mal. Grundsätzlich war es so, dass auf dem Schlachtfeld der Kampf immer totaler wurde, was nicht heißt, dass der Krieg total wurde, weil erstens auch die industrielle Anstrengung nicht total war und zweitens die Zivilisten doch weitgehend aus dem Krieg rausgehalten wurden. Das ist der ganze Unterschied zum totaleren Krieg des Zweiten Weltkriegs ist, dass, um mal ein Beispiel zu geben, wenn die Franzosen eine Stadt beschossen haben, um die Deutschen da rauszutreiben, dann haben sie immer abgewartet, dass die Deutschen die Bevölkerung, die französische, rausgebracht hat und dann haben sie die Stadt bombardiert. Vor allem an der Somme 1916. Also das ist im Zweiten Weltkrieg nicht mehr vorstellbar. Da sind die Zivilisten voll in den Krieg integriert. Im Ersten gibt es immer noch bei allen Übergrifflichkeiten ein Bemühen zu trennen zwischen Kampffront und Heimat. Damit gibt es dann zwar auch schon das Wort ab 1917 der Heimatfront, das wird totaler. Gas ist überall, aber es ist kein wirklich totaler Krieg. Aber es ist eine totale Schlacht. Und das Besondere an Verdun, meine Damen und Herren, das ganz Besondere ist, dass diese Schlacht, wenn man mich fragt, wo ist denn der Unterschied zu den anderen großen Schlachten, von der Marne bis an die Somme, wo ist für mich Verdun dadurch charakterisiert, dass hier die Soldaten der feindlichen Armee auf 50, auf 100, auf 150 Meter sich gegenüberliegen. Man hört die anderen, man sieht sie. Es gibt kein leeres Schlachtfeld in Verdun. Es ist eine ständige, fast Nahkampfsituation. Hauptwaffe ist das Maschinengewehr und der Granatwerfer. Das sind die Hauptwaffen. Und dann die schwere Artillerie, die aus 10, 15 Kilometern nicht nur die Begleitmusik gibt, sondern ständig einwirkt. Sie haben also die allermodernste Kriegführung nach damaligem Standpunkt, schwere Artillerie aus der Entfernung, Präzisionsschießen aus bis zu 10 Kilometer Entfernung, zusammen mit dem Grabenkampf. Auf dem Buch, der französische Soldat hat sein Couteau de tranché. Trägt er ganz offen und stolz bei sich. Da haben sie auch Würste und Brot mitgeschnitten. Aber das hat auch gedient im Schützengraben und im Fort Douaumont. Wer von Ihnen im Fort Douaumont war, und irgendwie muss man da einmal im Leben gewesen sein, dann sehen Sie die kleinen Remparts in den Gängen, die kleinen Vorsprünge, hinter die man sich noch verstecken kann, wenn der Gegner eingedrungen ist. Und so war es ja auch oft genug. Wenn du im Fort warst, hattest du es noch lange nicht erobert. Und da ging es im Vor weiter, mit Gas und mit Granaten. Die Hölle. Die Hölle an Lärm, an Schreien, an Gestank. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Und dann die Verluste, die totale Schlacht.
Aber gib ihm mal ein Zitat. Ich mache hier heute überhaupt ein paar Zitate, weil ich vieles in den damaligen Quellen so ist, dass man es gar nicht besser sagen kann. Über die Art des permanenten Nahkampfes. Kriegstagebuch Julius Marx. Mal aufrecht, mal kniend bewegen wir uns vorwärts. So sind wir kaum wahrnehmbar. Wir kriechen gebückt, voller Angst, wie Maulwürfe in den Tiefen der Granattrichter. Gruppenweise werfen wir uns zu Boden, springen wieder auf. Einige von uns bleiben allerdings reglos liegen, ohne auch nur einen Schrei auszustoßen, mit aufgerissenem Bauch. Uns ist nicht mehr bewusst, dass wir Menschen sind. Wir marschieren, wir rennen, wir sind Schatten, eine geisterhafte Prozession, die immer wieder vorbeizieht, verschwindet, flieht, um etwas weiter in dem flammenden Nebel wieder aufzutauchen. Wir springen von einem Granatloch zum nächsten, versprengt und willkürlich in kleinen Gruppen zusammengepresst. Die Vordersten kleben am Boden, verschwinden, verschmelzen in den riesigen Kratern, die uns wie Stationen auf dem Kreuzweg die Richtung weisen. Alles kriecht, krabbelt, wimmelt durcheinander. Das war da. Das hat er so in sein Tagebuch geschrieben, der Julius Marx. Da ist ihm richtig eine unglaubliche Poesie gelungen, wie ich sie selten gelesen habe. Deshalb das Zitat jetzt hier. Es ist ein authentisches Tagebuch aus dieser, genau aus dieser Zeit. Und dann immer wieder die Schrapnells. Wenn man von Schützengräben redet, nein, das waren doch meist vor Verdun keine ausgebauten Schützengräben. Die Franzosen hatten sich versäumt, sie anzulegen, und als die Deutschen kamen, war es zu spät, sie wirklich anzulegen. Und die Deutschen brauchten keine Schützengräben, glaubten sie, weil sie erobern wollten. Und so wurde bei dem gegenseitigen Beschuss dann hinterher das ganz einfache, ein Granatloch wurde mit einem anderen verbunden. Wie Marx das hier andeutet, ein Granatloch, da springst du rein und bist ein bisschen geschützt, und der Soldat glaubt ja seit von eheher, dass nie wieder, dass der nächste Schuss nicht an dieselbe Stelle kommt. Das ist der Urglaube des Soldaten. Das stimmt schon nicht, aber da muss man glauben. Und dann verbindet man diese Löcher, wo die Leute drin hocken, ein oder zwei oder drei, die verbindet man miteinander, und wenn du das 20 Mal gemacht hast, hast du ein Stück Schützengraben. Natürlich ist dann auch Schützengraben ausgehoben worden, aber in keiner Weise vergleichbar mit dem, was wir dann an der Somme erlebt haben, ein halbes Jahr später, wo wir Deutschen die Schützengräben bis drei Etagen unter der Erde gebaut haben, mit den Unterständen raffiniertesten Art, mit ganzen Wohnungseinrichtungen unter der Erde, und wo aber auch wirklich der Tod allermeistens über das Niemandsland kam. In Verdun gab es kein Niemandsland. In Verdun lag alles voller Leichen und der Gegner war stets auf Sicht. Verlustziffern, um es einmal ganz klar zu sagen, weil so oft von Millionen gesprochen wird. Soweit wir es sagen können, für die deutsche Seite fehlen ein paar Akten, um es genau sagen zu können. Wir haben insgesamt auf beiden Seiten zusammen 700.000 Verluste. Ich begradige mal ein bisschen. Verluste im militärischen Sinne sind alle, die nicht mehr kämpfen. Und keineswegs nur die Toten. Den Unterschied machen die Zivilen und die zivilen Journalisten meistens nicht. Wenn sie die militärischen Zahlen übernehmen, dann sagen sie Verluste gleich Tote. Nein, Verlust ist, wer nicht kämpft. Verlust ist, wer weg ist, wegen Krankheit, wegen Flucht, wegen Gefangennahme, wegen Tod. 700.000 Verluste, 300.000 Tote. Für die französischen Zahlen haben wir ganz genau 168.000. Und die deutschen, die besten Schätzungen sind immer so 140.000 bis 150.000. Da haben wir die, weil uns ein Monat fehlt in den Statistiken. Gehen wir mal von 145.000 aus. Ungefähr gleiche Verluste auf beiden Seiten. 300.000 Tote, 400.000 Verwundete, Gefangene, Vermisste. Das ist Verdun. Das Ganze aber auf einem Feld, was nicht größer ist als 80 Quadratkilometer.
in der maximalen Ausdehnung, 8 mal 10 Kilometer. Da war wirklich der Boden getränkt vom Blut. Vor Verdun wird der Kampf mit Gas geführt, selbst die Pferde und die Hunde haben Gasmasken an. Spricht doch keiner mehr von dem Gas. Das Gas ist das ganz Normale. Was Neues in Verdun ist das Beschuss aus Flugzeugen. Hier kommt im großen Stil zum ersten Mal die Luftwaffe ins Spiel. Wobei die beiden Parteien enorm schnell voneinander lernen. Erst sind die Deutschen überlegen, dann die Franzosen, dann müssen die Deutschen wieder aufholen. Aber das braucht uns jetzt im Einzelnen nicht interessieren. Sie haben in der Tat, um das abschließend zu wiederholen, eine Kombination von archaischem Krieg und höchstmodernem Krieg. Und das alles auf einem sehr eng begrenzten Terrain. Und das macht das Besondere von Verdun aus. Und dazu noch die Tatsache, dass es eine rein französisch-deutsche Schlacht war. Man war nicht wie an der Somme ein halbes Jahr später 25 oder 30 Nationen nach heutigem Maßstab versammelt. Oder auch, wenn Sie lieber wollen, die ganze Welt versammelt an der Somme. Weil eben die Briten und die Franzosen ihre Kolonial- und Empire-Soldaten alle heranholten aus allen Ländern und sogar noch russische Divisionen auch auf französischer Seite kämpften. Nun zum Ablauf der Schlacht. Die große Frage, warum Verdun? Unter Ihnen wird es auch noch sicherlich einige geben, die da sofort eine ganz klare, einfache Antwort haben, nämlich der Falkenhayn, der deutsche Generalstabschef, wollte die Franzosen vor Verdun ausbluten. Das berühmte Blutpumpen-Paradigma. Selbst German Werth, von dem ich so viel gelernt habe und der ein enger Freund war und der mich nach Verdun gebracht hat in den 60er Jahren, selbst German Werths großes Buch über Verdun, die Schlacht und der Mythos, geht noch felsenfest davon aus, dass die Deutschen Verdun nicht einnehmen wollten, sondern dort die Franzosen verbluten lassen wollten. Und der militärgeschichtliche Reiseführer, der sonst gar nicht so schlecht ist, von Rode Ostrowski, auch in seiner Auflage vom vorletzten Jahr, hat noch dieselbe Affirmation. Es ist allerdings so, das muss man sagen, dass wir die historische Forschung seit ungefähr 20 Jahren das Hauptdokument für diese These kritisiert und ich glaube heute sagen zu können, widerlegt hat. Nämlich, das ist die sogenannte Weihnachtsdenkschrift des Generalstabschefs Falkenhayn. Falkenhayn, der die zweite deutsche oberste Heeresleitung leitete, bevor er dann im August 16 gekippt wurde wegen mangelnder Erfolge und der Verdun verschuldet hat, Falkenhayn, hat dann in seinen 1920 erschienenen Memoiren gesagt und daraus zitiert, er habe um Weihnachten 1915 dem Kaiser selber eine Denkschrift überbracht und in dem er den Kaiser die Absichten vor Verdun begründet habe. Und diese Weihnachtsdenkschrift ist dann über nahezu 80 Jahre lang das entscheidende Dokument gewesen. Ich zitiere ein, zwei Sätze daraus. Auch mit beschränkten Kräften kann dem Zweck, die Franzosen aus dem Krieg zu bringen, voraussichtlich Genüge getan werden. Hinter dem französischen Abschnitt der Westfront gibt es in Reichweite Ziele, für deren Behauptung die französische Führung gezwungen ist, den letzten Mann einzusetzen. Tut sie es, so werden sich Frankreichs Kräfte verbluten, da es ein Ausweichen nicht gibt, gleichgültig, ob wir das Ziel selbst erreichen oder nicht. Tut sie es nicht und fällt das Ziel in unsere Hände, dann wird die moralische Wirkung in Frankreich ungeheuer sein. Und als diese Memoiren erschienen, 1920, Anfang 20, gab es einen unglaublichen Aufstand bei anderen Offizieren, die auch Schriftstellerten, bei Oberst Bauer, bei Ludendorff und vielen anderen,
Die sagten, so eine Dummheit, wir haben doch genauso viele Leute verloren wie die Franzosen. Was soll das sein? Was hat er sich eingebildet, der Typ? Und dann hat Falkenhayn nochmal nachgelegt mit einem Zeitungsartikel, in dem er schrieb, die Einnahme von Verdun selbst hatte für Deutschland keine unmittelbare Bedeutung. Sie stellte lediglich das ideale Ziel dar. Das reale Ziel dagegen war, Frankreich eine tiefe Wunde beizubringen und sie diese dauernd so offen zu halten, dass schließlich ein Verbluten daraus eintreten musste. Zynischer geht's nicht, brutaler geht's nicht. Deshalb ist dieses Dokument immer als ein großes Aha-Dokument nie wirklich in Zweifel gezogen worden. Jahrzehntelang haben Historiker versucht, den Gedankengang von Falkenhayn nachzuvollziehen, die Absurdität. Die soldatische Erinnerungsliteratur der 20er und der 30er Jahre quillt über vom Protest gegen diesen Irrsinn. Niemand hat es in Frage gestellt. Aber niemand hat dieses Dokument jemals gesehen. Niemand hat es jemals gesehen. Die einzige Stelle, wo es veröffentlicht ist, sind Falkenhayns Memoiren. Antoine Pro, mit dem zusammen ich das Buch geschrieben habe, ist vor ungefähr 20 Jahren auf die Idee gekommen, und das war auch der Anfang unserer Zusammenarbeit, dass er dachte, das ist ein Anachronismus. Das ist ein Anachronismus. Das Argument passt nicht in die Zeit. Einfach aus dem Grund, weil Verdun im Unterschied etwa zu Reims oder Paris für die Franzosen vor 1916 überhaupt nicht ein so absolutes Objekt war, was sie auf jeden Fall verteidigen mussten. Das ist es erst während der Schlacht geworden. Im Übrigen hat Pétain in seinem Verdun von 1929 schon ganz ähnlich argumentiert. So ein Blödsinn. Sie sind nicht durchgekommen und jetzt sagen sie, sie haben es nicht haben wollen. In der Tat, es ist kein Dokument bisher aufgetaucht, was diese Annahme stützen könnte. Der Verblutungsstoppers, Frankreichs Armee wird sich verbluten, ist absolut kommun, wird in der Presse gebraucht, wird von anderen Offizieren gebraucht, aber erst gegen Ende März 16. als man erkannt hat, dass man Verdun nicht einnehmen wird oder nicht so bald. Das ist ein Subsidiärargument. Das wird angeführt, zu sagen, ja, es lohnt sich ja doch, die haben mehr Verluste als wir. Also lohnt es sich in der Materialschlacht, wo der Mensch auch Material geworden ist. Wir haben in unserem Buch das Falkenhayn-Memorandum nicht mehr ernst genommen. Wir zitieren es noch. Um die Wege der Geschichtsschreibung zu zeigen, aber wir nehmen es nicht mehr ernst. Und wir sind nicht alleine. Auch Olaf Jessen, der die andere Verdun-Studie jetzt 2016 gemacht hat, kommt mit anderen Quellen genau zu demselben Ergebnis. Und Paul Jankowski auch. Und Holger Afflerbach auch. Also ich sehe eigentlich keinen, der wirklich in den Quellen von Verdun heute drinsteckt, der noch das Weihnachtsdenkschrift von Falkenhayn noch ernst nehmen würde. Vielleicht schaffen wir es auf Dauer auch, das geneigte Publikum davon zu überzeugen, auch wenn es solche Sachen manchmal nur 50 Jahre dauern. Nun, was hat man dagegen anzubieten? Warum denn dann, wenn nicht die Luftpumpe? Haben wir auch. Knobelsdorff, das war der Chef des Generalstabs der 5. Armee. Die 5. Armee, die Armee des Kronprinzen, war beauftragt, die Schlacht von Verdun, die Einnahme von Verdun durchzuführen. Und die Armee wuchs dann ungeheuer an. Hinterher hatte sie manchmal bis zu 400.000 Mann als Armee. Also Doppelte und Dreifache dessen, was normalerweise eine Armee ist. Aber es war immer die 5. Armee des Kronprinzen, die vor Verdun kämpfte und der Generalstab, der 1a der 5. Armee, war Knobelsdorff. Und Knobelsdorff macht eine Denkschrift für die Armeeführung vom 4. Januar 1916. Die gibt es.
auch im Original noch. Im Namen des Kronprinzen, um den Angriff auf Verdun mit dem Namen, Codenamen Operation Gericht in die Tat umzusetzen. Da steht drin, es geht darum, die Festung Verdun im beschleunigten Verfahren wegzunehmen. Und wer im Besitz der Code, Klammer auf, Höhen bis zu beinahe 400 Metern ist, auf dem Ostufer der Maas ist, in der er die auf ihnen gelegenen Befestigungen erobert hat, ist auch im Besitz der gesamten Festung. Vom eroberten Ostufer aus können die ständigen Befestigungslinien und Feldbefestigungsanlagen des Westufers flankierend niedergekämpft werden. Aber selbst wenn man auf die Besitznahme der Werke des Westufers verzichten sollte, hat die Festung Verdun ihren Wert für Frankreich verloren, wenn das Ostufer der Maas von uns genommen ist. Das ist ebenso einfach wie heute noch überzeugend. Das war die Absicht. Die deutsche Armee hat doch grundsätzlich vor, auf Paris zu gehen. In dieser großen Bewegung steht immer die Gefahr, dass sie flankiert wird, wie es damals heißt und heute bei den Militärs, von der Seite angegriffen wird. Und jede Armee ist in der Flanke schwach. Jede Angriffsgruppe ist in der Flanke schwach. Du kannst nicht gleichzeitig vorgehen und die Seiten richtig absichern. Also ist immer das Bemühen, den Gegner zu flankieren, in die weiche Flanke zu bringen. Und die Deutschen stehen in der Tat vor dem Problem, dass die Vorwärtsbewegung der Riesenarmee Richtung Paris immer die Gefahr hat, von den französischen Befestigungen auf der linken Seite flankiert zu werden. Ich dachte Ihnen am Anfang schon, von Verdun aus konnte man nur 150.000 Mann in Bewegung setzen. Gegen die Deutschen. Und damit auch jedes kontinuierliche Weiterkommen unmöglich machen. Und nichts liegt im Grunde näher, als zu sagen, ich nehme diesen befestigten Platz weg. Die Stadt Versailles selber interessiert mich nicht. Ich nehme die Festungen weg und dann wollen wir mal gucken, was noch passiert. Das ist die Idee, die Knobelsdorf hat, die wahrscheinlich Falkenhayn auch am Anfang gehabt hat und in die Übereinstimmung war. Und so sind sie vorgegangen. Und das Besondere an der Strategie von Verdun, was es noch nie gegeben hatte, war, dass nach einem nur eintägigen Vorbereitungsschießen dann der Angriff passieren sollte. Ein Vorbereitungsschießen, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Das war die Absicht. Die Deutschen hatten überlegene Kanonen, die überlegenen Geschütze und sie haben 1200 Geschütze zusammengebracht, dort im Vorfeld von Verdun, alle Kaliber zusammengenommen, 1200 Geschütze. Das muss man sich mal vorstellen, auf den engen Wegen mit den wenigen Eisenbahnlinien, die es dort gibt. Was sie da geleistet haben mit Hunderttausenden von Mann, die dort geholfen und geschuftet haben, zwischen Dezember 15 und den 10., 14. Februar 1916. Und die Idee war, die Franzosen wirklich sturmreif zu schießen, an einem Tag, aus 1200 Rohren. Und dann die Leute sozusagen nachspazieren zu lassen. So wie die Engländer ein halbes Jahr später es an der Somme wieder versucht haben. Allerdings haben die Engländer dann 6 Tage aus 3000 Kanonen. So hat der Krieg sich immer weiter entwickelt. Was im Februar noch eine Weltneuheit war, war im Juni, Juli das Allergewöhnlichste geworden. Und alle konnten mit Kanonen so in beliebiger Menge umgehen. Das ist die Strategie gewesen und man kann sagen, wenn die Deutschen, man kann nicht sagen, dass das absurd war, wenn es wirklich gelungen wäre, am 14. Februar wie geplant so vorzugehen,
Die französischen Stellungen waren in einem so schlechten Zustand zu diesem Zeitpunkt, dass man eigentlich nicht sagen kann, dass die Deutschen dort auf keinen Fall durchgekommen wären. Man kann sogar vom Gegenteil überzeugt sein, bei aller Vorsicht so etwas noch im Nachhinein bestimmen zu wollen. Es ist eine Tatsache, dass die französische Armeeführung die Befestigung, die konkrete Befestigung in diesem Feld überhaupt vernachlässigt hat. Joffre, der Generalstabschef, war der hundertprozentigen Überzeugung, dass die Deutschen auf keinen Fall blöd genug sind, in diesem hügeligen Terrain eine solche Macht auszubreiten für einen so geringen Zweck. Sie greifen woanders an und ihre Vorbereitungen sind nur Diversion. Das war Joffres Standpunkt. Und erst ab dem Januar, als sich die Anzeichen, dass die Deutschen was vorhatten, verdichteten, wurde überhaupt dann im Auftrag des Oberstkommandierenden wurden Vorkehrungen getroffen, um zumindest die erste Schützengrabenlinie instand zu setzen. Die zweite war meistens nur rudimentär und die dritte existierte meistens überhaupt nicht. Allerdings, als die Deutschen konnten nicht angreifen, weil es war schlechtes Wetter. Zu schlechtes Wetter, um diesen Beschuss durchzuführen. Ein Fernbeschuss, ein Zielbeschuss war nicht durchführbar aus Wettergründen. Wie ich am Anfang sagte, die Soldaten standen eine Woche in der Matsch, im Regen, im Schnee, Schneestöberei, in diesen Februartagen, extrem unangenehm, voller Erwartung, wir schaffen es. Man hatte ihnen gesagt, diesen Stoß noch und der Krieg ist zu Ende. So geht es ja immer. Diesen Stoß noch und der Krieg ist zu Ende. Das ist die Erwartungshaltung. Und der Elan ist da. Es wird schwer, ihn zu erhalten. Wären die Deutschen am 14. so vorgegangen, wie sie es dann am 21. konnten, ist es in keiner Weise sicher, dass sie den Kampf vor Verdun nicht gewonnen hätten. Ich will nicht sagen, dass sie deshalb den Weltkrieg gewonnen hätten. Aber es kann ohne weiteres sein, dass sie deshalb Frankreich aus dem Krieg rausgedrückt hätten. Aber da muss ich natürlich jetzt Schluss machen, zu spekulieren. Vielleicht würden wir ja dann jetzt unter Wilhelm dem 8. leben. Naja, vielleicht schlechter oder besser, ich weiß es nicht. Gut, dass wir das nicht diskutieren müssen. Aber ich sage Ihnen noch ein Zitat, was wir gefunden haben in der Frankfurter Zeitung vom 20. Oktober 1916. Als die Schlacht von Verdun für die Deutschen weitgehend zu Ende ist, für die Franzosen noch nicht. Da veröffentlicht die deutsche oberste Heeresleitung folgende Mitteilung. Das ist ja schon nicht mehr Falkenhayn, das ist jetzt Hindenburg in Bütendorf. Folgende Mitteilung. Der Gewinn, den die deutschen Truppen erkämpft haben vor Verdun, ist beträchtlich. Wir haben Einblick in das Becken von Verdun, in die Stadt. Damit ist Verduns Bedeutung als Brückenkopf und Aufmarschgelände für einen französischen Angriff völlig ausgeschaltet. Da haben Sie das, was wahrscheinlich tatsächlich die Motivation für den Angriff gewesen ist, nochmal als Resultat quasi der obersten Heeresleitung zusammengefasst. Und so war es ja auch. Die Bedeutung von Verdun als eines Aufmarschgeländes für einen Angriff war damit zu Ende. Die Deutschen kommen am Anfang ganz gut voran, habe ich gesagt. Am 24. Februar fällt das Fort Douaumont. Und diese Einnahme des Fort Douaumont, die wieder nur zeigt, dass die Franzosen gar nicht richtig diese Front bedacht hatten. Denn das Fort Douaumont wurde nur von 55 Territorialsoldaten, die Pfeife im Mund bewacht. Das konnte so eingenommen werden in einen plötzlichen Angriff und wurde dann auf die Dauer zu einer Ersatzhandlung der Deutschen, als Ersatz für die nicht gelingende Einnahme Verduns, wurde dann die Einnahme des Fort Douaumont gefeiert und gefeiert und es gab die üblichen Schulfrei- und Glockengeläute und sonst was. Und
Hauptmann Haupt und der Major Brandis haben sich noch bis in die 30er Jahre gestritten, wer denn von ihnen als erster drin gewesen ist. Und Hitler selber hat die Stürmer vom Douaumont noch gefeiert. Und das wurde wirklich zur absoluten Ersatzhandlung für die nicht gelungene Einnahme von Douaumont. Kurz darauf wird die Einnahme von Fort Vaux, dem zweitgrößten, gemeldet. Das ist dann aber eine der typischen Enden, was höchst peinlich war. Und im Grunde kommt man nicht wirklich weiter. Zumal jetzt dann Pétain ab dem 22. Februar die Verteidigung Verdun neu organisiert. Und jetzt kommt etwas, was ich Ihnen genauer zeigen möchte und muss. Wie nämlich Verdun während der Schlacht zu einem Mythos gemacht wird. Ich sagte schon, am Anfang ist es so, und wir haben die Stimmen der französischen Generalstabs, die sagen, ach, wenn die Deutschen da durchkommen wollen, dann lassen doch, wir gehen, können uns woanders festhalten. Und dann kommt der Moment, wo die politische Seite, die Regierung, man kann streiten, wer initial war, ob Poincaré, der Präsident, der das immer behauptet hat, oder Briand, der Ministerpräsident, wo die politische Seite sagt, stopp. In Frankreich ist die Stimmung schlecht, die Soldatenstimmung wird immer schlechter, die Zivilisten fangen an zu murren. Wir brauchen einen Akt, der es zeigt, dass wir noch den Krieg führen wollen. Und das machen wir jetzt. Wir haben das im Einzelnen nachverfolgt, ich kann das natürlich jetzt hier nur andeuten, wie sich das abspielt. Der Generalstabschef Joffre, der lange genug gezögert hatte, überhaupt die Verteidigung von Verdun ernst zu nehmen, an 10. März Tagesbefehl, der in Deutschland auch veröffentlicht wird, Wolfs Telegrafisches Büro macht die ganzen französischen Sachen auch. Soldaten der Armee von Verdun, seit 3 Wochen haltet ihr den furchtbarsten Sturm aus, den der Feind bisher gegen uns unternommen hat. Deutschland hat seine Rechnung ohne euch gemacht. Tag und Nacht, trotz einer beispiellosen Beschießung, habt ihr allen Angriffen widerstanden und eure Stellungen gehalten. Noch ist der Kampf nicht beendet, denn die Deutschen brauchen den Sieg. Ihr werdet den Sieg ihnen zu entreißen wissen. Das Land hat seinen Blick auf euch gerichtet. Ihr werdet zu denen gehören, von denen man sagen wird, sie haben den Deutschen den Weg versperrt. Das ist ein sehr dramatischer Appell, der aber nur ein dramatischer unter sehr vielen genau in dieser Zeit ist. Verdun wird ab dem 25. Februar sozusagen zur Ikone gemacht, die es vorher überhaupt nicht war. Der Präsident Poincaré geht bis zum Mai 7-mal nach Verdun. Alle Militärdelegationen aller neutralen Länder werden nach Verdun eingeladen, in die Stadt, um sich den Kampf aus der Ferne anzugucken. Die Stadt wird mit Medaillen aus aller Welt dekoriert. Und es gibt den General Pétain. Also das Phänomen Verdun wird veröffentlicht. Auch die französischen hohen Generäle kommen vorne in die Schützengräben. Das hat es auf der deutschen Seite nie gegeben. Auf der französischen immer wieder. Dass die hohen Generäle oder auch die Politiker sich vorne im Schützengraben zeigen. Die berühmten Bilder von 1917, wo Clemenceau im Schützengraben steht und den Deutschen droht, hat er nicht die ganze Zeit gemacht, aber als emblematische Geste. Das finden sie auf deutscher Seite nicht. Das galt als unschicklich. Ja? Politiker hatten sowieso vorne nichts verloren, weil militärische Sache, und das Generalkommando wollte sich wirklich nicht mit dem Stamm der Front dreckig machen. Man hatte Wichtigeres zu tun, nämlich das alles organisieren. Deshalb wussten die auch hinterher nicht mehr, was die Front war in der Generalität. Aber hier wird Verdun wirklich Stück um Stück zu einem Emblem der Nation herangezogen. Und es ist ein Glückszufall gewesen, dass Joffre den General Pétain beauftragte,
die Verteidigung von Verdun zu organisieren. Ich will jetzt nicht näher auf Pétain angehen, Sie wissen alle sein späteres Schicksal. Und das, was er vor Verdun geleistet hat und dann ein Jahr später noch am Chemin des Dames, hat ja aus ihm die Hermine Blanche gemacht, diese unantastbare Führergestalt, die es ihm dann erlaubt hat, 1940 den Unsinn zu machen und das große Verbrechen. Aber da war er über 80 Jahre alt. Wer will das noch beurteilen? Pétain und der Pétainismus. Ohne Verdun hätte es den Pétain von 1940 nicht gegeben. Doch kriegt er den Kredit als des Vaters von Frankreich. Und warum? Weil er schon damals davor sorgt, dass die Soldaten einigermaßen geschont werden. Und weil er etwas erfindet, was bis heute wirklich das Erzählen verdient. Wir haben leider in der Ausstellung kein Bild davon. Nämlich die Noria. N-O-R-I-A. Das ist die endlose LKW-Kolonne, die zwischen Verdun und der Provinzhauptstadt Bar-le-Duc zirkuliert. Auf der Straße, die heute noch La Voie Sacrée, die geheiligte Straße heißt, und wo jeder Kilometerstein einen Lorbeerkranz hat. Und diese Voie Sacrée, das war eine ganz normale, nicht gepflasterte Landstraße am Anfang, wird von allen LKWs, die auftreibbar sind, beschickt. Und die fahren im 12-Sekunden Abstand, die LKWs, 24 Stunden. Und bringen Material und Menschen und holen Menschen ab. Und bringen Material und Menschen und holen Menschen ab. Und das ist zu einem absoluten Symbol geworden. Stärker noch, viel stärker noch als die ganze Marne-Taxi-Geschichte. Für den Zusammenhalt von Zivil, von Hinterland und Front. Das Zusammengehen von Hinterland, das sind zivile LKWs, die Soldaten und das Material transportieren, von denen aus die Straße gebaut wird. Fabulös. Die fahren mit 15 Stundenkilometer, diese LKWs, aber sie fahren die ganze Zeit. Und wenn einer nicht fährt, wird er in den Straßengraben gekippt und der nächste kommt. Das hat dazu geführt, was auf der deutschen Seite überhaupt nicht funktioniert hat, dass von nahezu 80% aller französischen Soldaten vor Verdun eingesetzt worden sind. 80%. Von 110 Divisionen sind über 80 eingesetzt worden dort. Unglaubliche Mengen. Wir hatten in Deutschland maximal für die ganze Zeit 50 Divisionen, die dort eingesetzt worden sind. Aber die Deutschen hatten mehr das Prinzip, sich an der Stelle zu lassen, auch um die Transportkosten zu minimieren, bis sie nicht mehr aktionsfähig waren, bis sie ausgeblutet waren. Bis so eine Division von 15.000 Mann vielleicht nur noch 8.000 Mann stark war. Dann wurde sie zurückgezogen. Die Franzosen machten es anders. Jeder Franzose sollte vor Verdun gedient haben und vor Verdun mitgeholfen hatte, die Deutschen zurückzuhalten. Und jeder sollte das erzählen können. Und sie blieben eine Woche, maximal. Es ist extrem selten passiert, dass eine französische Division zweimal vor Verdun kam. Und wenn das passierte, durch eine Unachtsamkeit oder durch Versehen, dann war sofort soldatischer Protest und Meutereien im Gang. Eine Ungerechtigkeit. Wir wollen dienen vor Verdun, um den Boche aufzuhalten, aber die anderen sollen es auch tun. Das waren ja alles Republikaner. Das waren ja alles Demokraten. Die hatten alle das Gefühl, die Franzosen, der Wertigkeit des selbstbestimmten Individuums. Die wollten das wissen. Die waren bereit zu kämpfen, aber nur solange die anderen auch kämpfen mussten. Und vor Verdun haben wir zum ersten Mal in dem Krieg, was dann 17 stärker wird, die Meutereien, wenn das mal nicht funktioniert hat. Dann stehen die Soldaten sofort auf und sagen, will nach Hause, solange die anderen nicht auch gekommen sind. Und der berühmteste Ordre du Jour, das ist der Pétain Ordre du Jour, Pétain. 10. April 1916. Der 9. April ist ein glorreicher Tag für unsere Waffen.
Die wütenden Angriffe der Soldaten des Kronprinzen sind überall gebrochen worden. Schützen, Artilleristen, Pioniere und Flieger der 2. Armee haben sich im Heroismus übertroffen. Ihnen allen sei Ehre. Die Deutschen werden sicherlich weiterhin angreifen. Jeder möge dafür arbeiten und achtsam bleiben, damit wir weitere Erfolge wie den gestrigen erringen. Nur Mut, wir packen sie. Courage und les aura. Das ist über nahezu 100 Jahre in jedem französischen Schulbuch gewesen. Heute beginnt es langsam daraus zu verschwinden, aber dieses Courage und les aura ist das Lebensmotto dieser Nation gewesen, dann, wo die Deutschen schon immer schon und viel zu schnell behauptet hatten, die seien ja so blutleer und die könnte man bald einfach beiseite lassen. Am 23. Juni, an dem Tag, als die Deutschen in einer allerletzten Anstrengung, schon wissend, dass sie nicht mehr weiterkämpfen sollen, bis zum Fort Souville gelangen und Verdun im Blick haben, gibt es fürchterliche Briefe drüber. Man sieht Verdun jetzt, man hat gekämpft, 23. Juni. Da steht der Nachfolger von Pétain. Pétain ist am 1. Mai abgelöst worden durch den General Nivelle, den Schlechter von 1917, vom Chemin des Dames. Weil der war offensiv eingestellt und Joffre, der Generalstabschef, wollte offensiver haben und Pétain wollte verteidigen. Nivelle ist ab dem 1. Mai dort und am 23. Juni kommt ein Order von Nivelle: Ils ne passeront pas. Non passeran. Das ist das dann im 20. Jahrhundert so berühmt gewordene: Sie werden nicht durchkommen. Und das, normalerweise wird das immer dem Pétain zugeschrieben, zu dem eben zitierten Ordre du jour, aber das ist Nivelle über einen Monat später, das nur zur Schilde. Oh, ich habe schon 2 Stunden. Darf ich noch 10 Minuten? Eine Viertelstunde maximal? Dann haben wir 4 Stunden rum. Da hat mich auch so lange eingeführt. Ich sagte schon, Verdun wird für die Franzosen von vornherein dann nach dieser Entscheidung vom 24. Februar, dass man hier das große Zeichen setzen kann, wird Verdun zum emblematischen Ort und hat bis heute die gesamte französische Weltkriegsgeschichte dominiert. Nur mal etwas, was Sie erstaunen wird: An der Somme sind auch über 250.000 französische Soldaten verlustig gegangen. An der Somme waren die Franzosen teilweise viel erfolgreicher als die Engländer in ihrem Sektor. Aber die Somme ist britisch. Es gibt ein einziges französisches Buch über die Somme-Schlacht von französischer Seite gesehen. Und das ist von Pierre Miquel, dem Erfolgsschriftsteller der 60er, 70er, 80er Jahre, und hat den schönen Titel Les Oubliés de la Somme. Diese Vergessenen an der Somme. Sie kriegen es bis heute nicht hin, die Ereignisse an der Somme oder vor Ypern, oder wo überall auch viele französische Soldaten bei waren, mit in den Kalender der Feierlichkeiten jetzt zu den 100 Jahren reinzubringen. Ich bin ja Mitglied der Mission du Centenaire. Ich kriege das ja ständig mit, wenn man sich bemüht zu sagen, die Franzosen waren an der Somme, ja, aber interessiert keinen. Interessiert keinen. Verdun hat bis heute alles an weitere erstickt. Und das setzt wahnsinnig früh ein und ist auch wirklich ein mediales Ereignis. So wie die Generale jetzt die Stimme erheben, die Zitate habe ich Ihnen gerade gegeben, so wie die Politiker und die Diplomaten, alle Nationen dahin kommen nach Verdun, so explodiert die Verdun-Literatur. Unglaublich. Das berühmteste Buch ist nach wie vor das von Boris Genevoix, Sous Verdun. Bei Verdun. Es hat nur die kleine Besonderheit, dass es gar nicht von Verdun handelt, sondern von Les Épages, wo Genevoix gekämpft hat.
Aber es kommt 16 raus und muss unter dem Label Verdun verkauft werden und hat sich bis heute als die entscheidende Verdun-Geschichte für Frankreich gehalten. Auf der Originalumschlag ist etwas ganz Interessantes, was wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen konnten. Da sieht man eine Fotografie von einem Schützengraben nach einem Angriff, wo ein Soldat sitzt und da liegen zerstückelte Leichen. Und er sitzt da und schmiert sich sein Brot mit zwischen den zerstückelten Leichen. Es gab Kämpfe darum, weil auch in Frankreich die Zensur sagte, sowas kann man doch dem Publikum nicht zumuten, das erschreckt die Leute. Aber die andere Seite unter den Publikumsbeeinflussern hat gesagt, wir müssen den Zivilen zeigen, was vorne passiert. Wir müssen zeigen, um was es geht. Wir müssen zeigen, was unsere Leute erleiden. Wir müssen eine Empathie der ganzen Nation schaffen. Und das ist dann mit Macht auf allen Ebenen versucht worden. Und deshalb ist man da heute noch das französische Emblem. Wir haben Genevois habe ich gesagt, aber Joubert, Verdun, das ist ein Buch, was Sie in jedem Antiquariat in Frankreich kaufen können, je nach Ausgabe, teuer oder billig. Es gibt vom Taschenbuch bis zu der Grand Folio-Ausgabe mit den Fotos. Es hat die Besonderheit, es kommt auch schon so früh raus, und ist nur, besteht aus über 1000 Seiten, nur aus den Berichten der Soldaten. Kein General, kein niemand, kein Politiker, kein Schriftsteller, nur die Soldaten, die berichten, was sie erlebt haben. Ein irrsinniger Publikumserfolg. Und in Frankreich will dann jeder Soldat, der lesen und schreiben kann und sich eine Mission sieht, das niederzuschreiben und auch ein bisschen Geld zu verdienen, will das publizieren. Und wir haben eine ungeheure Welle an Verdun-Literatur. Also für unser Buch haben wir von den wichtigsten Werken vielleicht 250 benutzt, die dort während des Krieges rauskommen. Und dann bin ich gefragt worden, ja jetzt, wie ist das denn auf der deutschen Seite? Nichts und aber nichts. Es gibt Verdun-Literatur. In den 20er Jahren, Bäumelburg, Durmont, auch Ziegler in den 30er Jahren, in den 30er Jahren jede Menge, Ettikofer, das ist alles später, später, später. Während des Krieges, Neant, null, nichts. Es gibt ein berühmtes Buch, Fritz von Unruh, Opfergang. Das Buch ist 1917 fertig und Fritz von Unruh, ein Freund, und Protégé des Kronprinzen selber, war beauftragt worden, weil er ein bekannter expressionistischer Dichter war, das mal das Verdun-Erlebnis in Worte zu fassen. Und als er das dann 1916 vorlegte, das Buch, da haben sie ihm dann mit dem Kriegsgerichtsprozess gedroht. So schrecklich war das. 19 ist es dann rausgekommen, Opfergang. 19. Ist auch schrecklich. Ist auch nicht so wahnsinnig teuer, das ist damals in ungefähr 20.000 Exemplaren verkauft worden, das findet man antiquarisch, wenn jemand von Ihnen, und es gibt auch jetzt eine neue kommentierte Neuausgabe als Taschenbuch, Fritz von Unruh, Opfergang. Ich gebe Ihnen ein Zitat daraus, wundern Sie sich nicht, da beschreibt er einen Offiziersbesuch an der Front in der ersten Linie. Wir hatten ja dann die Spezialität, dass die Soldaten dann da aus ihren Löchern rausholten und dann noch wieder stramm stehen sollten und sich sauber putzen sollten, nur weil da die Gelackten von hinten kamen. Und dann schreibt er bei einem deutschen Offiziersbesuch, an den Offizieren vorbei, wie eine Höllendivision, jagte vor der Kirche her durchs Dorf ein Rudel tierwilder Gestalten. Abgerissene Menschenglieder schwangen sie wie Keulen, das Blutfetzen wirbelten. Des Wahnsinns Gebell deckte bei alle das Zahnfleisch frei. Der General schrie sie an, sie lachten nur wilde. Nee, das wollten sie nicht publizieren im Krieg. Nach dem Krieg kam es als ein Hauptstück der pazifistischen Literatur raus.
Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Es wird in Schwerfall während des Krieges noch eine deutsche Monographie über Verdun zu finden. Es gibt auch so Sammlungen, Kriegsbriefe aus Verdun, die Kriegsbriefe von der Somme und so weiter. Aber die einzige Sammlung Kriegsbriefe von Verdun ist Ende 1914 rausgekommen. Nicht etwa 1916. 14 war ja Verdun auch schon ein bisschen in den Schachten drin. Sobald die Deutschen merken, dass Verdun nicht das wird, was sie geplant haben, und dass es bei der Einnahme vom Douaumont bleibt, und die Mannschaften weitestgehend an die Somme abgezogen werden müssen, erlischt vollständig das Interesse an diesem Geschehen, was sich immerhin bis Dezember fortsetzt. Wir haben eine ganz merkwürdige Differenz im deutsch-französischen Kalender, wenn wir sagen, die Schlacht von Verdun ist Ende Juni zu Ende. Nee, für die Franzosen ist sie am 15. Dezember zu Ende, als die Franzosen die Eingangspositionen der Deutschen vom 21. Februar wieder eingenommen haben, unter immer noch sehr großen Blutverlusten. Aber in Deutschland spielt Verdun nach dem 1. Juli, wo sich auch die Blicke nur noch an die Somme wenden, überhaupt keine Rolle mehr. Es wird Ihnen schwer, einen Zeitungsartikel oder irgendeine Notiz aus der zweiten Jahreshälfte zu Verdun zu finden, und in den Jahren darauf ist es vollständig vergessen. In den 20er Jahren, Bäumebursch bleibt ein Einzelkämpfer, weitestgehend, und Verdun kommt dann hoch als Erinnerung Ende der 20er Jahre, in dieser merkwürdigen, von den Literaturwissenschaftlern schon seit langem beobachteten, Aufwallen der Kriegserzählung ab 1928, 1929. Sie alle wissen Remarque. Aber Remarque ist nur die Speerspitze einer riesigen Bewegung. Ludwig Renn, Bäumebursch natürlich, und sagen wir alle Namen. Ab 28, 29, 10 Jahre haben die Deutschen gebraucht zur Traumabewältigung ungefähr. Und dann kommt die große Frage auf, was bedeutet uns der Weltkrieg, was bedeuten uns all die Toten, was bedeutet uns diese zuvor nie wirklich diskutierte Vergangenheit. Das ist ab 28, 29. Und dann gibt es auch den Strom der Verdun-Literatur. Und unter den Nazis wird die Verdun-Literatur dann noch extra gepusht. Weil Verdun ist ein Offensivkrieg. Man will etwas einnehmen. Man will etwas machen. Man beklagt sich zwar über Falkenhayn, den Schwachkopf, aber man hat dort vorwärts gekämpft. Man hat sich nicht im Schützengraben versteckt, wie an der Somme. In den 20er Jahren war die Somme-Geschichte viel wichtiger. Wir haben hier an der Somme Deutschland verteidigt. Die Wacht an der Somme haben wir hier geschoben. In den 30er Jahren unter dem Nazi-Regime will das keiner mehr wissen. Und Verdun wird zur emblematischen Schlacht. Hier haben wir gezeigt, schreibt Ernst Jünger, der das 1979 dann widerrufen hat. Hier haben wir gezeigt, dass der Körper nicht zerstörbar ist, wenn der lange der Wille hält. Also diese, dann die nationalistische und Nazi-Geschichte vom Metakörper des Soldaten, der nicht zerstörbar ist, solange von allen Einwirkungen des Eisens nicht zerstörbar ist, solange der gemeinsame Wille hält. Da gab es eine Menge Ideologen, die davon überzeugt waren. Und Ludendorff hat noch nach dem Krieg in seinen Memoiren geschrieben, die Panzer selber waren nicht das Problem. Die Panzer wären gar kein Thema gewesen, wäre der deutschen Moral noch gut gewesen. Ja, ich habe auch gelacht, aber es ist wirklich zu lachen. Aber das haben die damals noch aufgeschrieben. Panzer sind nur ein Problem, wenn die Moral weg ist. Daran hat man sich hochgehalten in den 20er Jahren, auf der militärischen und militaristischen Seite, diese Moral und diesen soldatischen Gesamtkörper wiederherzustellen. Das ist das gewesen. Dafür schreiben die Jüngers und wie sie alle heißen und Schaubeckers und Bäumebursch und Zöberleins. Die schreiben für diesen Gesamtkörper und den sehen sie vor Verdun. Also da habe ich jetzt dann schon etwas beschrieben, wie sich dieser in Deutschland der Mythos entwickelt. Es gibt aber eine merkwürdige Sache, die ich Ihnen kurz berichten muss, nämlich den Friedensschwur von 1936.
1936 treffen sich am Durmer die Ancien Combattants und die ehemaligen Frontsoldaten, nicht nur Deutschland und Frankreich, sondern einige andere Nationen, insgesamt um die 30.000 Mann, machen da einen langen Nachtmarsch, alle mit einer Kerze bewaffnet. Und am Durmer haben sie dann ihren Schwur gesprochen, den Friedensschwur. Der Schwur vom Durmer. Bei diejenigen, die hier und anderwärts liegen, in den Frieden der Toten eingetreten sind, nur um den Frieden der Lebenden zu begründen, und weil es uns unheilig wäre, künftig hinzuzulassen, was die Toten verabscheut haben, deshalb schwören wir, den Frieden, den wir ihrem Opfer verdanken, zu bewahren und zu wollen. Das ist der Friedensschwur vom Douaumont 1936. Die deutsche Delegation, 2000 Mann stark, steht unter der Nazi-Fahne. Sie wissen alle, dass das Jahr 36 auch Olympia und so weiter in Frankreich überhaupt noch kein Skandal war. Sie haben das ernst gemeint. Sie haben geweint vor Ergriffenheit über ihre eigene Gäste. Und das ist ein unglaublicher Moment, diese Friedensschwur der Soldaten. Alleine diese Soldaten aus allen Nationen dort zusammenzubringen. 36, wo die Deutschen schon das Rheinland wieder besetzt haben, wo alles Mögliche schon passiert ist, wo die Leute anfangen, vom nächsten Krieg zu reden. Aber die Franzosen haben etwas nicht gesehen, was sie vielleicht auch nicht sehen konnten. Dass die Deutschen das ernst meinten mit dem Frieden wollen, aber einen kleinen Nebengedanken hatten. Friede soll sein, wenn Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Friede soll sein, wenn Versailles wieder getilgt ist. Das haben auch die gedacht, die keineswegs die Nazi-Eroberungsträume hatten. Da muss man unterscheiden. Friede soll sein, ja dann. Und 40 haben sie dann diesen Frieden gemacht, als sie Verdun wieder erobert haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war Verdun dann lange Jahre nur eine Veranstaltung der Ancien Combattants für die Ancien Combattants. Auch ab und zu wurden auch deutsche ehemalige Frontgegner als Kameraden eingeladen. Was nicht möglich war, das war das politisch auch noch zu besetzen. Also als Adenauer hat es versucht, als er sich mit de Gaulle traf in Reims 1963, hat Adenauer dem de Gaulle gesagt, komm, wir gehen auch nach Verdun. Da will ich auch hin, da müssen wir auch ein Zeichen setzen. Nee, hat nur den Kopf geschüttelt, de Gaulle, weil er genau wusste, das ging nicht. Verdun war schon für die Franzosen selber schwierig genug gewesen, wegen der Figur Pétains, der inzwischen vollständig diskreditiert war. Es gab zwar immer noch Pétainisten und so weiter, und de Gaulle hat 1966 in Verdun die große Rede gehalten. Die können Sie heute noch bei YouTube sehen. Das ist unglaublich, diese Rede von Verdun, von de Gaulle am Douaumont, wo er versucht, die Pétainisten zu besänftigen und auch schon zu sagen, die Deutschen haben auch für ihr Vaterland gekämpft, mit einer kleinen Nebenstimme. Aber es war noch kein Diskurs der Offenheit, sondern nur ein Diskurs zu versuchen, diese Erinnerung gegen die schäbige Erinnerung des Zweiten Weltkriegs und das Versagen Frankreichs in der Kollaboration, diese Erinnerung Verdun als die Erinnerung des gesunden Frankreich dagegen zu halten. Und das ist wohl gelungen. Dann möchte ich Ihnen vorlesen, dann bin ich aber schon fast fertig. Ernst Jünger, das ist eine tolle Geschichte, wie Ernst Jünger eingeladen wird von der Stadtverwaltung von Verdun 1979 die Gedenkfeierlichkeiten zu Nein,
Ernst Jünger. Sprach ganz gut, aber nicht sonderlich gut Französisch. Und er hat da eine Rede gehalten und in seinen Tagebüchern, 70 verweht, hat er auch darüber berichtet, wie er dann abgeholt worden ist und wie das so alles an einem Tag passiert ist. Ganz interessant. Und dann gibt es auch, er hat auch Französisch gesprochen und freigesprochen. Ich habe noch bisher den französischen Text noch nirgends finden können. Nur die spätere von ihm selbst gemachte Übersetzung. Wir sehen heute die Schlacht um Verdun anders, als wir sie 1916 sehen konnten. Und man wird sie vermutlich in 100 Jahren wiederum anders beurteilen. Es ändern sich mit den Generationen die Ideen. Im Rückblick gewinnen die Tatsachen einen neuen und oft bestürzenden Aspekt. Offenbar neigte sich schon damals das Zeitalter der Nationalkriege dem Ende zu. Das erklärt die Zählebigkeit der Kämpfe, ihre schier endlose Dauer, ihr Verebben ohne strategischen Erfolg. Der Douaumont ist eher ein Symbol des Leides, eher ein Kalvarienberg, als ein Ort, an dem eine Entscheidung fiel, wie etwa Austerlitz oder Sedan. Im Rückblick verschmelzen die Fronten. Die Gegner scheinen von gemeinsamen Gefahren umstellt, die stärker sind als der Wille des Feldherrn und der Mut des Einzelnen. Das Material wird übermächtig, die Erde selbst vulkanisch. Und das Feuer droht nicht mehr, den einen oder den anderen zu vernichten, sondern Freund wie Feind. Damals, als wir uns in die Trichter pressten, wähnten wir noch, der Mensch sei stärker als das Material. Das hat sich als Irrtum herausgestellt. Naja, das ist so eine Apologie seiner eigenen nationalistischen Vergangenheit, denn damals, 1916, haben sie das noch nicht geglaubt, dass der Mensch stärker sei als das Material. Das ist die Ideologie der 20er Jahre. Aber sei es drum, das ist schon ein ganz schön großer Text. Und dann ist es kontinuierlich weitergegangen mit der deutsch-französischen Aneignung von Verdun. 1984, habe ich am Anfang gesagt, die berühmte Geste, die zu Recht die Schulbücher beherrscht, umso stärker, als sie wirklich spontan war. Das war nicht geplant. 2009, habe ich gesagt, das Hissen der Fahnen am Douaumont, der deutsch-französische Fahnen. Jetzt, im Mai eröffnet das neue Memorial de Verdun. Fahren Sie hin, schauen Sie sich an. Es heißt heute ganz offiziell Memorial Franco-Allemand de la Bataille de Verdun. Das ist ein unglaublicher Schritt. Und wenn Sie reinkommen in das Memorial, da ist da so ein kleiner Kinosaal und da können Sie dann so einen Vortrag kriegen über Gesamtverdun. Und dann werden Sie sich erstaunen, da einen deutschen Historiker zu sehen, der in seinem Französisch dann denen das alles erklärt. Wenn ich dann mich da hinsetze, kann ich selber nicht fassen, dass ich das bin. Aber jedenfalls ist das ein unglaublicher Paradigmawechsel. Wenn man sich das vorstellt, wie das vor 50 Jahren noch eine wirklich nationalistische Sache war und mit welcher Leichtigkeit heute dieses also auf die... Tja, und ich mache Schluss mit einer Bemerkung. Und wenn Sie dann in den Ostjäger gehen, ins Beinhaus, wo unten, wenn man in den Keller guckt, man die 135.000 Reste sehen kann. Gucken Sie jetzt einmal in die Kuppel rein. Da steht jetzt seit Mai, ist von der Presse gar nicht viel benutzt, berichtet worden, hier ruhen deutsche und französische Soldaten. 30 Jahre habe ich gebraucht, bis das passiert ist. Ich danke Ihnen.